Ja, liebe Leute, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt zu einer weiteren Jam-Session mit Susi, Sissi und Amadeus Rockstein. Ja, ich habe mal wieder ein paar Sachen rumprobiert. Es ist so, ich bin auch wieder auf dem USB-Mikro. Hatte sich der ein oder andere gewünscht, weil die Qualität von der Sprache her doch wohl besser ist. Ich möchte vorweg noch ein paar Sachen mal wieder vorweg schießen, muss ich machen. Ich habe jetzt nochmal ein neues Spiel gestartet, das Original bei den einfach nur tierisch, und da sind zumindest so die Reaktionszeiten, was die Sims angeht, wenn irgendwas gemacht werden soll, schneller. Was darauf schließen lässt, für mich zumindest, dass in diesem gespeicherten Spiel, was wir hier haben, möglicherweise doch der ein oder andere Bug mit übernommen wurde, der das Ganze so langsam macht. Des Weiteren werde ich in den nächsten ein, zwei Wochen meinen Rechner mal wegbringen, komplett durchcheckern lassen und mal gucken, ob wir da noch das eine oder andere rauskitzeln können. Ich werde auch den RAM aufrüsten. Habe eine 32-Bit-Version bei Windows 7, weswegen halt maximal 4, glaube ich, möglich sind. Naja, wir gucken mal. Ich schieße das Ganze jetzt hier mal ab und habe mir des Weiteren auch vorgenommen, das ursprüngliche Ziel beizubehalten, sprich, wenn Amadeus seine 5 Sterne voll hat, dann werden wir dieses Let's Play, so was Amadeus Rockstein auf dem Weg zum Rockstar angeht, erstmal beenden. Was ich danach machen werde, weiß ich noch nicht. Ich denke mal, da könnt ihr auch noch was zu sagen, ob er die Protagonisten hier, Amadeus, Susi und auch die kleine Sissi natürlich, wo haben wir die eigentlich? Ja, die guckt sich nur die Dusche an. Ob wir die beibehalten wollen oder ob wir komplett neue Freaks erstellen und die vielleicht als Gastprotagonisten irgendwie mit einbinden in das neue Spiel. Ich bin noch nicht ganz sicher. Da könnt ihr mal, was weiß ich, kommentieren, wie ihr das so gerne hättet. Und ja, wir schauen mal. Ich werde nach wie vor auch ein bisschen zwischenspeichern. Das bleibt nicht aus, weil halt, na, ihr wisst ja, es schmiert gelegentlich ab. Süße, Süße, was machst denn du da eigentlich? Okay, sie will ein Nickerchen machen. Jetzt gucken wir uns doch direkt mal an. Wo legt sie sich denn hin? In ihr schönes neues Katzenbett? So. Okay, sie reagiert erstmal wieder neutral. Wo legt sie sich denn hin? Nee, sie legt sich gar nicht hin. Sie reagiert neutral. Okidoki. So, Susi Süße, du wirst jetzt hier mal ein bisschen dir die Hand beschnüffeln lassen. Dann wirst du ihr ein Leckerchen geben. So. Wie gesagt, liebe Freunde, wir werden mal gucken, ob ich das so weiter fortsetze. Das Let's Play weiß ich nicht, wenn das Ziel erreicht ist. Wir müssen einfach mal schauen. So, Sissi reagiert gerade neutral. Beschnüffelt jetzt erstmal die Hand von Susi. Ich habe hier auch schon ein bisschen weiter getestet. Die haben sich relativ schnell angefreundet und konnten sie dann auch schon streicheln. Moment. So, was will sie hier? Auf dem Schoß von Susi Rockstein sitzen. Das ist gut. Susi Süße, dann mach doch hier nochmal reden. Pupeden, reden ist immer gut, wenn Schweigen auch gelegentlich Gold ist. Aber das ist erstmal egal. So, ein bisschen mit dem Laserpointer die kleine süße Maus verzwirbeln. Ja, ihr seht, diese Reaktionszeiten, bis die halt was machen, die Sims, die waren in dem neuen Spiel, was ich getestet habe, auf jeden Fall besser. Und gut, sie putzt sich allerdings gerade noch. Genug geputzt. So. Dann quatschen wir nochmal mit ihr. Was machen wir da? Spaß haben? Genau, reden, probieren. Was ist hier in der Hierarchie? Ist Sissi noch ganz weit hinten? Aber es wächst stetig und... naja, okay. Dann machen wir mal Pflege, das Bürsten. Das ist auch mal eine ganz gute Sache. Was macht Amadeus jetzt hier? Der guckt sich das an, wie die süße Sissi von Susi mit dem Laserpointer verarscht wird. Die wird natürlich nicht verarscht, hat ja schon ihren Spaß dran, insofern. Super Pupupa. Und dann gucken wir einfach mal, wie sich die ganze Sache hier weiterentwickelt. So. Okay. Ja, Amadeus hat auch Späßchen dran, wie ihr seht. Ich weiß jetzt nicht, ob die Soundeinstellungen vom Spiel gut sind. Ich habe das jetzt ein bisschen runtergeregelt. Müssen wir einfach mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ne? So, dann
Mache ihr doch mal das Fell schön glänzend und glatt. Wagner, genau. So, wo wird das veranstaltet? Okay. Naja, dieses Rumstehen halt. Ne? Das war in einem neuen Spiel halt nicht so. Da kommt die schöne Bürste. Und Sissi kriegt lecker das Fell gebürstet. Jawohl, ja. Sieht schon mal gut aus. Was haben wir jetzt hier? Das wächst, wie gesagt, stetig. So, Barbadeus klingelt das Handy. Jeppa. Wen haben wir da? So, inspirierendes Event, bla bla bla, Kreativ-Event, machen wir doch direkt mal. Kreative Sachen sind immer gut, immer gern genommen. So, Sissi, meine Süße. Okay. So, Susi, dann mach doch hier nochmal spielen. Jagen. Ich habe übrigens auch gesehen, das Jagen, da fetzen die richtig miteinander durch die Ecke. Das Ding ist halt einfach, das Jagen ist wahrscheinlich genau sowas wie bei den kurzen, mehr oder weniger Fangenspielen. Und, naja. Okay, Tier hochnehmen. Mal gucken, ob sie das schon mit sich machen lässt. Ich weiß es gar nicht genau. Okay, jetzt jagt sie noch kräftig. Das ist auch mal lustig, wie die Sims dann laufen, wenn die jagen. Die laufen echt wie die Vollfreaks. So, Kinders, was geht? Da wird gejagt, bla bla bla. Mal gucken, ob sie jetzt schon hochnehmen kann. Aber ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen früh. Okay, sie läuft weg. Ja, auch das Springen, was letztens hier bei uns in Zeitlupe mehr oder weniger war, als sie da hochgesprungen ist, lief bei dem neuen Spiel relativ flüssig. Insofern, okay, die jagen immer noch. So, guck mal ganz kurz, ob sie das Tier hochnehmen kann. So, das Jagen lassen wir mal. Mal gucken, ob sie es mit sich machen lässt. Ja, und? Tatsächlich, da hat sie zum ersten Mal hochgenommen, die Süße. Komm, dann spielen wir mal. Spielen mit Sissi. Naja, ihr seht, so werden die freundschaftlichen Bande immer weiter gefestigt und ja, dann können wir sie auch bald streicheln und sind dann richtig gute Freunde und dann geht das Ganze ganz normal wie bei den ursprünglichen Sims auch weiter. Ne? Wow. So, naja, wie gesagt, diese Warte- und Verzögerungszeiten müssen wir halt erstmal in Kauf nehmen, solange bis wir halt die 5 Sterne voll gemacht haben. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ne? Also ihr könnt gerne kommentieren, wie ihr das gerne hättet. Ich werde dann auf jeden Fall versuchen, das nochmal neu zu starten. Werde vielleicht die auch mal exportieren, dass ich die dann einfach einpflege. Als Familie an sich vielleicht ist das besser als mit dem gesamten Haus. Ich weiß es nicht. So, Amadeus ist am Schachen. Oh, hat seinen Balken auch gleich voll, das ist gut. So. Was will Amadeus, will Sissi bürsten? Okay, das sollte zu schaffen sein. Die beiden spielen hier noch, das ist bei den Kiddies ähnlich. Da kannst du auch mit den Kiddies zusammen spielen. Oder den vorlesen. Ich glaube, einer Katze vorzulesen ist wenig sinnvoll. Wobei, naja. Auf jeden Fall haben sie Späßchen. Amadeus, den Balken lassen wir ihn noch voll machen. Muss Susi denn heute schackern? Arbeit, Pupparbeit. Ja, die muss heute ran. Okay, liebe Leute, ich mache mal eine kurze Speicheraktion. Ich bin sofort wieder bei euch. Dann kann es auch schon weitergehen. So, da sind wir auch schon wieder. Gut, sie will hier einen Schmatzer für den guten Amadeus. Das sollte hinzukriegen sein. Aber ich glaube, da steht irgendwie noch eine unbezahlte Rechnung ins Haus. Die bezahlen wir mal sofort. So, Amadeus. Okay, der hat schon wieder einen Balken voll gemacht. Dann soll er sich doch jetzt mal die gute Sissi schnappen. Und ein bisschen rumbürsten. Das war ja sein Wunsch, das wollte er machen.
So. Zawupp, einmal Fellpflege für das Fräulein Sissi, bitte. Danke sehr. Ja, ich finde, die ist echt richtig putzig geworden. Zip und Amadeus, jawohl. Die Katzenbürste raus, schöne Form, eine nette kleine Pfote. Und Sissi hat Späßchen. Hatze, die Katze. Soziale Kontakte steigt auch. Ist Sissi denn hier schon im vorderen Feld? Nein, das ist sie noch nicht. Aber okay, Susis Fahrgemeinschaft fährt gleich. Amadeus, alter Knabe, macht auch mal eine Jagdaktion. So, Susikind hat bezahlt, das ist gut. So, Susi Schatz, dann mach du doch mal hier dein... Ja, genau, willst du sowieso machen. Ist gut. Zack, Amadeus, mein Freund. Jagen. Okay. Okay, ihr seht, es hakt, es rüttelt, aber gut, da müssen wir jetzt halt irgendwie durch, bis letztendlich die Staffel hier vorbei ist. Ich meine, man kann damit leben, es ist, gibt Schlimmeres, gibt auch Schöneres, aber gut. So, die beiden fahren jetzt nach unten, bunden, und dann wird erstmal lustig gejagt. Ja, Amadeus, Sissi solltest du schon mitnehmen. Da geht sie gemächlich in den Aufzug. Jep. So, Susikind. Okay, da kommt deine Fahrgemeinschaft schon. Dann geh da mal runter, geh ein bisschen schackern. Sissi singt sich ein und jagt den guten Amadeus. So. Amadeus steht mal wieder in der Luft. Et hängt und hängt und hast du nicht gesehen. Ja, das ist ehrlich gesagt ein bisschen schade, aber nicht zu ändern. So, Zuneigung. Kann also schon streicheln. Jagen schicken wir mal weg. Mau. Geht it. Okay, Susi geht zur Arbeit. Nee, streichen lassen will sie sich noch nicht. Okay, Zuneigung. Dann geben wir noch ein Leckerchen. Lassen noch mal die Hand beschnüffeln. Miau, miau. Yeah, Rock'n'Roll. So. Und dann machen wir noch mal eine kleine Quatschaktion. Dann probieren wir noch mal, ob die Streichelaktion jetzt möglich ist. Ja, genau. Was sagt Sissi denn so zu Amadeus? Ja, es wächst ein bisschen. Freunde sind sie noch nicht, aber okay. Oh, da faucht sie und macht einen Buckel. Okay, Zuneigung. Kriegt sie noch ein Leckerchen. Da sind halt Katzen immer mit zu kriegen. So, anders als bei Hunden. Hand beschnüffeln lassen. Da hat sie richtig gefaucht. Das ist ja unglaublich. Na? Wird's noch was? Ja, wie gesagt, Freunde, das dauert alles ein bisschen lange. Kann auch sein, dass es mit dem RAM zusammenhängt. Ich weiß es nicht. Wobei bei dem anderen Spiel ist das auf jeden Fall besser gelaufen, flüssiger. Und lassen wir nochmal die Hand beschnüffeln. Dann probieren wir es nochmal mit dem Streicheln. Am inspirierenden Event teilnehmen machen wir dann auch sofort. So, das schnuppert sie. Einmal Schnupperaktion Amadeus. Was haben wir jetzt? Beschnüffelt werden, okay. Okay, das will Amadeus nicht. Gut, dann geht Amadeus jetzt mal sein inspirierendes Event starten und Susi fährt wieder brav mit dem Aufzug nach oben. Das können die Katzen hier ja bei den Sims. Die wissen, ab in Aufzug, dann geht's nach oben. So, süße Kleine.
Was ist das? Eine Qualle? Ist das ein Floh oder was soll das sein? Keine Ahnung. So, okay. Dann folgen wir ihr mal unauffällig. Gucken, was sie dann so für einen Blödsinn anstellt. Katzen machen ja gelegentlich gerne mal ein bisschen Blödsinn. Okay. Da kommt sie. So, meine Süße, was ist jetzt am Start hier? Was wird sie machen? So, sie ist jetzt zu Hause angekommen. Was kommt jetzt, meine Süße? Okay. Okay, sie singt mit der Musik, die ihr im Hintergrund hoffentlich hört. Hier ist es bei mir zumindest sehr leise. Sie kratzt sich. Flöhe dürfte es aber noch nicht haben. Wenn sie irgendwann Flöhe hat, müssen wir die Dusche echt verbimmeln. Das können wir eigentlich auch mal direkt machen. Weil ich glaube, in der Dusche kann man die nicht baden. Man kann sonst, wenn die Flöhe haben... Okay, da springt sie drauf. Ich will mal ganz kurz gucken, ob das jetzt... Das war wieder unsere Titan-Sissi. Mal gucken, ob das jetzt halbwegs glatt läuft oder ob das wieder in Zeitlupe... Das beste Essen in der Stadt lassen wir. Ob das jetzt in Zeitlupe läuft oder ob das jetzt mit dem Springen gut funktioniert. Und? Und, naja, nicht ganz Zeitlupe, aber schon ziemlich. Okay, Freunde, müssen wir jetzt erstmal durch. Ich gehe mal kurz in den Kaufmodus. Kaufmodus, Kaufmodus, zack, das Ding hauen wir mal raus. Badezimmer. So, ich glaube, mit der kann man sich auch duschen und hast du nicht gesehen. Nehmen wir mal in Rot. Ist das, denke ich mal, schon okay. So, sollte sie mal Flöhe haben, können wir sie nämlich baden. Okay. So. Sissi Süße, was geht? Okay, sie geht mal wieder das neue Objekt überprüfen. Springt sogar relativ flüssig runter. So, was hältst du denn von der Wanne, meine Süße? Extra für dich gekauft. Solltest du mal Flöhe haben. Zawupp. Okay. Und? Dann spiel doch mal in der neuen Wanne. So, Amadeus fühlt sich inspiriert, das ist gut. So, was macht sie da? Okay, Kratze, Pupatze.